Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Polizei machtlos gegen Drogenkriminalität im Görli. BVG-Busse immer voller. Verkehrsexperten schütteln nur noch den Kopf. Und das Wetter, die Hitze ist leider auch ideal für Wespen. Warum das so ist, mehr dazu im Verlauf der Sendung. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 6. August. Die Kriminalität im und am Görlitzer Park hat im vergangenen Jahr sprunghaft zugenommen. Und der Trend scheint sich 2015 zum Teil fortzusetzen. Das betrifft nicht nur die für die Gegend typischen Drogendelikte, sondern auch andere Straftaten, wie aus der Antwort der Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der SPD hervorgeht. So weist die Statistik für 2014 4 Tötungsversuche und 178 Fälle gefährlicher Körperverletzung aus. In den beiden Jahren zuvor waren es zusammen 3 Tötungsversuche und 184 Fälle gefährlicher Körperverletzung. Dazu kamen im vergangenen Jahr 6 Vergewaltigungen, nach 7 in den beiden Vorjahren. Kritik unter Ressortchefs. Berlins Justizsenator Thomas Heilmann, CDU, hat Bundesjustizminister Heiko Maas, SPD, im Zusammenhang mit der Netzpolitik-Affäre hart kritisiert. Ich kann das Verhalten von Minister Maas nicht nachvollziehen, sagte er der Rheinischen Post am Donnerstag. Entweder er versteht sich als vorgesetzte Behörde des Generalbundesanwalts, dann hätte er aber schon seit 2 Monaten eingreifen müssen, sagte Heilmann. Oder er ist wie ich der Meinung, dass Politik nicht über politische Strafverfahren entscheiden darf. Dann hätte er auch jetzt nicht eingreifen dürfen. Das Justizministerium war nach eigener Darstellung am 27. Mai von der Bundesanwaltschaft über die am 13. Mai eingeleiteten Ermittlungen gegen 2 Journalisten des Berliner Blogs netzpolitik.org wegen Landesverrats informiert worden. Dunkelziffer rechter Tendenzen. In der Hauptstadt werden Versammlungen und Aufzüge von Rechtsextremisten bei der Polizei statistisch nicht extra ausgewiesen. Eine phänomenbezogene Erfassung erfolge nicht, teilte Innenstaatssekretär Bernd Krömer in der Antwort auf eine Grünen-Anfrage im Parlament mit. Die stadtweite Veranstaltungsdatenbank führe bei Versammlungen und Aufzügen unter freiem Himmel personenbezogene Daten von Anmeldern sowie allgemeine Angaben zu den Treffen auf. Seit 2013 sind es fast 15.000 Daten gewesen. In einer weiteren Anfrage wollte die Grünen-Abgeordnete Clara Herrmann Auskunft zu rechtsextremen Musikveranstaltungen haben. Hierzu antwortete Krömer, da solche Veranstaltungen keiner polizeilichen Meldeverpflichtung unterliegen, sei eine umfassende Antwort nicht möglich. BVG reagiert nicht auf Fahrgastaufkommen. Die Zahl der überfüllten BVG-Busse hat auch 2014 einen Rekord erreicht. Insgesamt meldeten die Fahrer der Leitstelle 67.700 Mal, dass niemand mehr in den Bus passe. 6,8% mehr als im Vorjahr. Am häufigsten betroffen war der TXL nach Tegel mit 4.869 Meldungen, wie Verkehrsstaatssekretär Christian Gebler unter Berufung auf die BVG mitteilte. Auch der M49 und der M41 zählen zu den besonders vollen Linien. Weil die Einwohnerzahl Berlins wächst, rechnet der Senat mit weiteren Kapazitätseinschränkungen, wie Gebler auf die Anfrage der Piratenfraktion antwortete. Der Senat bewillige aber schrittweise zusätzliches Geld, das auf mehreren Linien Wirkung zeige. Die BVG will außerdem in Kürze für 2 Wochen einen Bus mit Anhänger testen. Fahrgastverbände bezweifeln die Wirksamkeit der Maßnahmen. Urteil in Sachen Mall of Shame. In einem entscheidenden Etappensieg für die Basisgewerkschaft V Berlin im Skandalfall der um ihren Lohn geprellten Bauarbeiter bei Mall of Berlin legte das Arbeitsgericht fest, dass das verklagte Subunternehmen verpflichtet ist, die Löhne von 2 ehemaligen Mall-Arbeitern zu zahlen. Zuvor waren bei den Güteterminen der beiden Verfahren am 10. April Versäumnisurteile gefällt worden. Das Subunternehmen legte zunächst Einspruch ein. Das Gericht bestätigte jedoch am Donnerstag die Versäumnisurteile des Gütetermins, welche die Firma zur Zahlung der verweigerten Löhne verurteilten. Positive Bilanz. Das Projekt Wohncontainerdörfer für Asylsuchende ist aus Sicht des Leiters der Berliner Taskforce Notunterbringung, Detlef Schwodrinski, ein Erfolg.
Ich verstehe die Kritik an den Wohncontainern nicht, meinte er gegenüber der deutschen Presseagentur. Es sieht zwar von außen aus wie ein Container, aber von innen ist das nicht mehr zu erkennen, sagte der Krisenmanager der Senatsverwaltung für Gesundheit. Es ist ein komplettes Fertighaus, alles vollkommen neu. Erstmals habe der Berliner Senat damit Unterkünfte für Geflüchtete selbst gebaut. Innerhalb eines Jahres wurden 6 Containerdörfer mit insgesamt 2200 Plätzen errichtet. Bis Ende August sollen die letzten 3 Containerdörfer bezugsfertig sein. Sparkurs geht weiter. Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin streicht weiter unrentable Strecken und erhöht so ihre Auslastung. Im Ferienmonat Juli sank die Kapazität um 6,7% gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Zahl der Fluggäste verringerte sich um 3,2% auf nunmehr 3,25 Millionen, wie die zweitgrößte deutsche Airline am Donnerstag mitteilte. Dadurch stieg die Auslastung der rot-weißen Maschinen auf 87,3%. Dies zeige, dass die Neuausrichtung zu mehr Effizienz führe, sagte Vorstandschef Stefan Pichler. Er versucht seit Februar, den Lufthansa-Konkurrenten aus den roten Zahlen zu bringen. Grillverbot wieder in Mitte. Das Grillen im Montbijou-Park in Mitte ist wegen Hitze und Trockenheit ab sofort verboten. Die Brandgefahr durch offenes Feuer sei hoch, da die Hitze schon lange anhalte, teilte das Bezirksamt am Donnerstag mit. Das Verbot gelte bis auf Widerruf. Ob es eingehalten wird, soll das Ordnungsamt demnach nun verstärkt kontrollieren. Wespenplage befürchtet. Das warme und trockene Wetter bringt Deutschland eine Wespenplage. Es ist Hochsaison. Fachleuten zufolge dürften die gelb-schwarzen Insekten den Menschen noch mehrere Wochen das Leben schwer machen. Man kann durchaus sagen, dass wir überall in Deutschland sehr viele Wespen haben, sagte Julian Heiermann vom Naturschutzbund in Berlin. Grund seien auch das warme Frühjahr und der kurze Winter. Die Wespen sind jetzt vor allem auf süße und energiereiche Nahrung unterwegs. Die Plagegeister bevölkern Bäckereien und Kaffeetische wohl noch einige Wochen. Wenn sie sich verabschieden, verabschiedet sich auch der Sommer. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. In der Nacht ist der Himmel leicht bewölkt, so richtig abkühlen tut es sich aber kaum. Mit 24 Grad heißt es weiter schwitzen. Der Freitag schlägt ein wie eine Hitzebombe, stolze 36 Grad, vielleicht sogar auch etwas wärmer. Sonnenschein pur, wohl dem, der da nicht arbeiten muss. Generell gilt, bitte trinken Sie ausreichend. Und der Blick auf die kommenden Tage. Samstag erreicht das Quecksilber 30 Grad, also nur wenig kühler. Sonntag fallen die Werte dann auf 26 Grad. Es bleibt schwül warm und Montag bereits nähern wir uns wieder der 30-Grad-Marke. So wie es aussieht, bleibt uns das sommerliche Wetter auch in der neuen Woche erhalten. Warten wir es ab, ob der Trend hält. Ja, das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.